Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Let's Go Pikachu. Mein Name ist Lockerzeit und letzte Folge sind wir hier in den Felstunnel gegangen. Und naja, dieser Roland, der Wanderer, will mich gerade herausfordern. Und ja, Zahnmi mit einem Macholo. Gang Rock ist eine uncoole Kombination. Weil da konnte es Macholo ziemlich Schaden zufügen. Uvar ist auch ziemlich angeschwächt, das hätte ich vielleicht Zwischenfolgen heilen sollen. Herbert, bitte mach was Besseres draus. Was mir am meisten wundert, ist, dass Herbert noch immer nicht Rasierblatt beherrscht. Weil das braucht Herbert demnächst. Aber vielleicht kommen sie ja bald einmal, hoffen wir mal. Kopfnuss ist gescheiter. Ja. Ja, und jetzt merkt man also richtig, wer der Unterschied zwischen den Stärken der Pokémon sind, weil mein UA ist ziemlich stark gerade, also Gyarados. Und der Rest, ja. Hinkt ein bisschen hinterher, ja. Gut, der Rock ist auch derzeit recht stark. Aber ansonsten ist es halt so, meh. Rihorn. Ah, da wird gewechselt. Zu Uwa. Ich schaue natürlich auch immer, dass die Pokémon halbwegs auf dem gleichen Level sind. Deswegen habe ich schon länger nicht mehr Sparky eingesetzt, weil das führt derzeit mein Level. Also, ja, hilft ja nichts. Aber jetzt wird es Zeit für Siedewasser. Gibt es eigentlich... Moment, auf was ist Drache jetzt eigentlich sehr effektiv? Eh nur andere Drachen, oder? Ich glaube schon. Da ist er mir. Ja, na, ist richtig. Ist ja gut, du bist der Boss. Alter. Ach, der Spruch erst. Ja gut, ich gehe runter. Wow, hallo. Ich weich Olmos. Nur Onix, oder? Du stellst einen Pokédex? Wie cool, darauf hätte ich auch total Lust. Ja, dann geh zum Professor Eich und frag mal, ob er nicht was hat, Clemens, für die. Mit einem Bisa-Knosp. Das ist gefährlich. Weil der Rock ist da nicht geeignet. Muss ich ein Duell machen? Schirga, ja. Ah, mir gefällt das Duell nicht. Ja, ich muss aber. Außerdem habe ich als Vorteil im Duell einen Kopfnuss. Ah, das beherrscht er. Du beherrschst Rasierblatt und ich nicht. Was, habe ich irgendwann einmal was übersehen? Ist das möglich? Ist das möglich? Bodycheck, ja, okay. Füg dir gern selber Schaden zu. Weil ich glaube, das tötet dich jetzt. Der Eigenschaden. Ja, genau das war der Unterschied, der es mir noch gemacht hat. Perfekt. Okay, Herbert, Level 28. Ach, ich bin ja so neidisch auf dich. Tja, dann geht's um euch. Na, sicher nicht, Alter, mein Pokédex, den gewinne ich dir. Oh, und ein Hyperheiler. Ist das unser erster Hyperheiler? Ist gut möglich. Na gut, aber es wäre die Zeit zum Heilen, also mache ich das mal mit ein paar Tränke sogar. Der Rock vertrag uns. Uwe vertrag einige. Ah, und so. Das toppt oft ist. Und Herbert auch gleich. Ja, gut, passt. Passt genau. Okay. So viel Onix. Oh, ist das ein Ast-Trainer? Und ein Onix.
Hi. Um dich im Gebirge nicht zu verirren, kannst du ganz einfach Zweige am Wegesrand abknicken, um deinen Pfad zu markieren. Ist eine gute Info, aber wir sind gerade nicht im Gebirge, sondern in einer Höhle. Als Trainer Claudia. Hey, das ist der gleiche Sprite wie... Moment, der Vulpix. Wie die Trainer-Coaches. Sehr interessant. Na gut, aber da bin ich sehr stark im Vorteil gegen das Vulpix. Flammenwurf macht zwar schon einiges an Schaden, aber... Naja. The Rock, Level 26. Sweet. Was ist da noch was? Kadaver. Oh, da haben wir einen direkten Konter. Nämlich Ura. Nämlich durch Biss. Das ist eine der wenigen Attacken, die wahrscheinlich nicht so schnell los wird, außer ich krieg die bessere Version, sprich Knirscher. Wobei, Knirscher lässt nicht mehr zurückstecken, ist das andere. Was ist das für Attacke? Das hab ich gar nicht geschaut. Egal, Todes. Kadabra, witzig, ja. Jetzt bin ich mir nicht einmal sicher, ob ich schon Abra gefangen habe. 5 Hyperbälle! Dankeschön. Nein, im Kampf lasse ich mich von nichts beirren. Ist klar. Nur Ass-Trainer. Ein Säckchen Sternstaub. Sweet. Auch mit einem Tunnel wie diesen triffst du auf Ass-Trainer wie mich. Ja, ist kein Problem, weil so schwierig war der letzte Ass-Trainer auch nicht. Bernd. Oder Ass-Trainerin. Mehr. Mit einem Dickter. Dickter kann gefährlich sein gegen Rock. Aber ich traue mir jetzt einmal was. Schauen wir mal. Bodycheck. Okay, hat sie erledigt. Ja, hat verfehlt. Und weil... Das lasse ich gleich gar nicht zu. Uwa, tu was. Weil Uwa ist Wasserflug und Bodenattacken haben gegen Flug... Ja, null Schaden halt. Ist ein Gratiswechsel im Prinzip. Und damit mache ich Siedewasser und boom. Ist so simpel. Okay, na, solange die Kämpfe so einfach bleiben. Flammara, das ist auch cool. Aber, ich wechsle trotzdem. Auch wenn Siedewasser da voll cool ist. Ich kann es genauso mit Steinen begraben und hat den gleichen Effekt. Gegen Feuer bin ich gerade ziemlich gut aufgestellt. Ah, Doppelkick. Nicht gut. Nicht gut. Verfehlt. Ach Gott. Okay, einen Versuch kriegst du noch. Ah, diesmal schneller. Ah, damit. Ja, Volltreffer, das ist tot. Doppelvolltreffer, okay. Dann ist klar. Der Rock wurde besiegt. Ah gut, Uwa, mach dein Ding. Okay, dann benötigt die jetzt meinen ersten Beleber. Wow, ist jetzt halt geworden. Eigentlich egal. Wisst ihr was? Schauen wir uns die Drachenroute ans Fleiß. Auch wenn ich ein bisschen Schaden krieg. So schaut das aus. Normalerweise würde es jetzt ausgewechselt werden, aber da es tot ist, wird es mit dem Auswechseln sowieso passieren. Und da Corona so hat, ist es auch mit dem Auswechseln nix. Also, ja. Egal. Ich sollte aber auf jeden Fall. The Rock Helm. Das wäre jetzt gerade sehr gut. Beleber 10. Ha! Hab ich viel. Passt.
Da haben wir so einen Trainer. Das ist sehr verdächtig. Na, nix. Ah, und da soll ich nicht mit dem Rock starten. War noch gut. Weil das ist ein Kampftrainer und... Ja. Was? Pokémon Cosplay? Von was redest du? Bist du kein Schwarzgurt? Hero? Hero, cooler Name. Ja, er hat Kampf-Pokémon, okay. Dann heißt, ich hab die richtige Entscheidung getroffen, dass ihr einfach wechselt und passt schon. Was nehmen wir da? Kopfnuss, ja. Ist leider das Gescheiteste. Gehwurf, ja. Macht 24 Schaden, was? Ja, weiter mit Kopfnuss. So einfach muss sein. Nochmal Kolo. Ja, weiter. Macht er weiter mit Gierwurf, ist die große Frage. Na, Durchbruch diesmal sogar. Das macht keine 24 Schaden, leider. Aber jetzt bin ich genau bei 24. Das ist uncool. Ah, das ist das Blöde jetzt gerade. Ich sollte fast heilen gehen. Also komplett einmal in ein Poké-Center gehen. Aber ich will nicht. Das ist die andere Sache. Na, komm. Supertrank. Vielleicht soll ich den gleich verwenden. Ja, wisst was, das tue ich ja gleich. Wo ist mein Supertrank? Supertrank einsetzen. Da. Okay, sweet. Was mit dir? Halt, Wurzelkontrolle. Hast du ausgerechnet Pokebälle bei dir? Sieht gut aus. Na? Ich hoffe, dass die beiden Trainer gleichzeitig zu mir herrschen. Ich will gerne einen Doppelkampf haben. Ich will ausprobieren, ob das geht oder nicht. Okay. Dann nicht. Huch, kommt mir im Dunkeln. Komm mir im Dunkeln bloß nicht zu nahe. Sorry. Nichts passiert. Aus dem solltet ihr jetzt eher alles sehen, weil Pikachu in der Nähe ist, Kerstin, oder? Nidorina. Ah, da war. Da war Dings. The Rock voll geil jetzt gut. Na gut, Kopfnuss. Ja, war die richtige Entscheidung. Und nochmal Kopfnuss und dann rechts. Was? Reicht nicht. Okay. Sehr schräg. Macht man ein bisschen nur drauf. So geht's auch. Sparky, Level 29. Es war zu dunkel, ich konnte nicht richtig sehen. Naja, also, mein Pikachu. Also, mein Sparky macht schon gerade sein. Was ist das Ding? Ich hab's vergessen, wie die geheime Technik heißt. Geheime Technik mit dem Namen Lichtflut. Ja, Lichtflut. Ich glaub schon. Na gut. Supertrank, schadet nie. Und auf zum nächsten Trainer. Du hast ein Pokémon? Dann auf zum Kampf. Gerne. The Rock needs some fights. Gegen ein Nidorino. Level 22 ist jetzt nicht so tragisch. Hornattacke ist auch nicht tragisch. Ja, na, so simpel, Kuski. The Rock.
Ah, das versuche ich besser mal anders nochmal. Tja, so kann es laufen. Ah, da oben sicher schon ein weiteres Item. Noch ein Georock, okay. Ein weiteres Säckchen Sternenstaub. Noch nix, okay. Passt da. Nur Picknickerin. Oder Camperin? Ich bin extra hergekommen, um nach Pokémon zu suchen. Ja, also viele Stein-Pokémon findest, aber Kampf, ein paar Boden. Was gibt's sonst so interessantes? Vulpix habe ich nicht gesehen. Weil das gibt's in dieser Edition gar nicht. Na, das war's eigentlich, gell? Oder? Ja, ich kann mich gerade an nichts anderes erinnern. Du hast zwei Viecher. Tarnsteine zuerst. Offenlegung? Sieht man nicht offen, die. Oft diese Attacke. Soll ich vielleicht eine kleine Erklärung dazu machen? Offenlegung. Ich glaube, das ist die Attacke, wenn der Gegner Schutzschild eingesetzt hat. Schutzschildscanner etc. Dann hat diese Attacke, also eben das Schutzschild bzw. Scanner etc. hat dann eben keine Wirkung, soweit ich weiß. Ansonsten ist Offenlegung eigentlich ja ziemlich sinnfreie Attacke, weil es einfach nicht viel Schaden anrichtet. Ist sogar schwächer wie Tackle. Und die Spitzensteine haben wieder mal zugeschlagen. Ich glaube, das war Viertel. Ja. Okay, dann weiß ich jetzt, wie die Rechnen funktioniert. Das war ein Viertel, oder? Ja. Das heißt, bei doppelter Effektivität ziehst du überhaupt die Hälfte ab. Ha, ist das cool. Das ist keine Pokémon mehr. Oh. Bin ich draußen? Felstunnel verbindet Azuria City mit Lavandia. Wenn so ein Schild da ist, das heißt vieles. Das heißt, wir sind am Ende. Und eine Perle, Sweet. Okay, ja, wir sind eindeutig am Ende. Dann gehen wir raus, endlich. Irgendwie will ich mich gerade nicht nach vorne bewegen. Felstunnel. Mhm. Ach. So viel Trainer. Oh, ich war lange nicht mehr in den Bergen unterwegs und bin jetzt echt erschöpft. Oh, Moment. Apropos Berge unterwegs. Mir fällt gerade was ein, was ich noch unbedingt machen sollte. Unbedingt sogar. Hallo, Pikachu. Jetzt beherrscht wahrscheinlich Doppelkick. Wahrscheinlich hier. Ja. Lichtschild. Aha. Dem hätte jetzt nicht gerechnet. Dann sage ich die Kunst gar nicht Doppelkick. Nochmal Lichtschild. Kannst du nur Elektroattacken? Ist das möglich? Okay, schauen wir mal. Ja, nochmal. Ja, dann kannst du nur Elektroattacken. Das ist, wird der Trainer niemals sowas anschaffen. Oh, Tauboga, das arme Viech. Krieg jetzt schon mal ein Viertel Schaden. Plopp, weg. Und dann noch mit Steinwurf. Ist aus. Wenn ich triff, passt. So simpel ist es. Ah, und Oval kriegt ein weiteres Level. Sweet. Ich war vor dem Kampf schon fix und fertig. Was will man da erwarten? Naja, also meine Pokémon sind auch umgeschwächt, muss man dazu sagen. Also alle bis auf Sparky und... wer heißt's? Ah, wisst ihr was? Ich lasse mal ein paar Trainer aus. Ich kehre später zurück. Oh Gott, was jetzt? Tragosso? Ein kleines Mädchen? Call! Oh, Call. Ich will euch nur heilen, ne? Okay, gut. Er will mir nicht schenken. Das ist gut. Schnell heilen. Ganz, ganz schnell heilen.
Dann können wir alles, was vorher noch ist, bekämpfen und passt. Beziehungsweise mache ich das heute noch? Ist die große Frage. Ist die große, große Frage. Jawohl, wieder top fit. Sehr gut. Bye. So, zuerst rede ich mit euch. Team Rocket würde geltende Ehre noch so böse Tat vollbringen. Gott möglich. Hey, Schönheit. Sag mal, stimmt es eigentlich, dass die Diktator aus Kanto vollkommen kahl sind? Mein Diktator hat nämlich Haare auf dem Kopf. Ich würde schon gerne ein Exemplar tauschen, ja. Kriegst ein männliches, weil du gibst mal männliches. Oh, wie aufregend. Worauf warten wir denn noch? Sehr gut. Ein Alola-Diktator. Sammy. Haare auf den Kopf. Die Entwicklung schaut echt wahnsinnig aus, muss man auch dazu sagen. Aber der Typ ist auch cool. Bodenstahl. Muss man erst einmal haben. Wow, stimmt das? Sein Kopf fühlt sich so glatt und geschmeidig an. Ja, vielleicht tauschen wir irgendwann einmal. Glaube ich nicht, aber schau mal. Mhm. Was? Spinnst du? Ja. Mhm. Aber sie konnte leider nicht fliehen. Oh no. Was ist in Lavandia passiert? Oh no. Hallo? Du, weißt du was? Im Pokémon-Turm soll man nicht zu laut sein und so. Sagt Mama immer. Hm? Bist du genau? Herbert, was ist los? Schnuppert an den Blumen. Okay. Lavandia, die edle violette Stadt. Glaubst du an Gespenster? Geist-Pokémon oder wirkliche Gespenster? Weil wirklich bin ich nicht so. Natürlich nicht. Diese weiße Hand da auf deiner rechten Schulter bin ich mir nur einstimmt. Hm? Ich habe ein weißes Leiber noch. Also, wenn es durchsichtig ist, würde ich es nicht einmal sehen. Schau mal. Okay. Diese Stadt ist für ihre Pokémon-Ruhestätte bekannt. Trainer bringen ihre verstorbenen Pokémon in den Pokémon-Turm und gedenken ihrer dort. Ah. Pokémon-Clubhaus, ja. Klingt nicht gut. Klingt gar nicht gut. Ja, Nidorino. Nido. Seltsam, Mr. Fuji ist nicht zu Hause. Wohin mag er gegangen sein? Aha, großes Pokémon-Gewinnspiel des Pokémon-Magazins der Pokémon-Freund. Teilnahmekarte. Sie wurde ausgeschnitten. Oh no. Naja, Clowns würden wir sowas haben nicht. Also, ist das okay? Ha, Mr. Fuji ist also nicht hier. Wo kann er nur sein? Zwei Orte können wir jetzt so vorstellen, aber. Weißt du, was diese Fieslinge von Team Rocket getan haben? Sie haben Knogger entführt, die Mutter von dem kleinen Dragoster, um das wir uns jetzt kümmern. Ich glaube, keiner hat sie wieder gesehen. Das dürfen wir einfach nicht machen. Oh no. Das Knogger. Knogger habe ich noch keins. Bist du? Gib dir immer schon Mühe, wenn du dir einen neuen Spitznamen für einen Pokémon ausdenkst. Oder willst du gerne ein Leben lang mit einem peinlichen Namen rumlaufen? Na, Alter. Herbert ist ein Supernom. The Rock, Alter. Voll geil. Sparky. Alter. Hey. Das passt. Und, Uwa. Herst. Was will man mehr? Nino. Der Duft von Räucherstäbchen entspannt. Ja, das ist schön und alles, aber. Ja. Hilft ja nichts. Hi, du. Ja, deswegen mache ich den Coop-Modus auch nicht, weil das wäre dann unfair.
Hast du Überleber gekauft? Nein, habe ich nicht. Brauche ich nicht. Ich hab noch immer 9 oder 10? 9? 10? 9 oder 10. Na gut. Dann wäre das eben der Lavandierturm. Oder Pokémon-Turm. Aber, ich würde sagen, ja, ich werde es wahrscheinlich hier schon wieder überziehen. In der nächsten Folge werden wir alle diese Trainer da besiegen, inklusive dir und dem Wanderer dort oben. Und dann werden wir einen Pokémon-Turm kurz einmal anschauen. Mal schauen, was da drinnen alles los ist. Aber somit sage ich Dankeschön fürs Zusehen und wir werden uns dann beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Pokémon Let's Go Pikachu und fertig.